begrüße euch alle da draußen, die Lust haben, hier zuzuhören. Ich hatte ja vor 2 Wochen oder so die Anfrage rausgeschickt, dass ich demnächst mal ein Let's Paint ganz gerne mit ein paar podcastmäßigen Audiospur-Kommentaren versehen möchte, wo ich eure Fragen beantworte. Ich habe halt gesagt, schickt mir die Fragen an meinen Mail-Account von GMX. Die Mail-Adresse steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr eure Fragen hinschicken. Und ich habe auch gesagt, ich werde sie vorher nicht lesen, dass ich sie jetzt wirklich zum ersten Mal lese. Und ja, mal schauen. Also ich habe jetzt nur rein quantitativ gesehen, dass es schon ein paar Fragen zusammengekommen sind. Aber ich weiß jetzt halt nicht thematisch wirklich, worum es geht. Und ich hoffe, es sind nicht ganz so viele pubertäre Fragen dabei. Aber wie ich mein Publikum kenne, so wie ihr Kommentare schreibt, denke ich mal, wird da auch schon Substanz dahinter stecken. Und ja, im Hintergrund seht ihr, wie ich das Cover vom 3. Band male. Der 3. Band wird voraussichtlich im März erscheinen. Ihr könnt ihn gerne vorbestellen, wenn ihr das wollt. Und ich werde aber dann auch nochmal Bescheid sagen über, keine Ahnung, wo auch immer. Also auf jeden Fall auf der Homepage werde ich sagen, wenn der Band dann rauskommt. Und ihr könnt im Hintergrund gucken, wie ich den so male. Ja, und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit der ersten Frage. Und meine Maus will gerade nicht. Schön. Oh Gott, diese Maus, ey. Naja, okay. Erste Frage. Ich würde gerne wissen, was ist dein Lieblingslied? Fuchs, du hast die ganz gestochen. Ich weiß nicht. Was ist mein Lieblingslied? Ich mag so viele Lieder. Ja, also ich weiß nicht. Lieblingslied ist, also mein momentanes Lieblingslied ist, glaube ich, der Orchester-Soundtrack von dem 6. Dungeon aus Legend of Zelda Link's Awakening. Aber ich glaube, das sagt jetzt nicht irgendwie jedem ziemlich viel. Also meine Lieblingsmusikrichtungen sind, ja, also Hintergrundmusik, Game-Soundtracks, Film-Soundtracks, also sowas höre ich mir dann eher an. Ich bin jetzt nicht so der Freund von irgendwelchen Charts. Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja. Ich bin nicht so der Freund von irgendwelchen Charts oder irgendwas in dieser Richtung, weil ich komme damit einfach nicht mehr in Berührung. Ich bin schon seit Ewigkeiten eher im Internet unterwegs und gucke überhaupt kein Fernsehen mehr. Also seit, keine Ahnung, 2012 etwa gucke ich kein Fernsehen mehr. Also wirklich gar nicht. Und ich komme damit halt nicht mehr in Berührung und deswegen, also die Musik, die höre ich irgendwie irgendwann mal so im Internet, finde die toll, lade die mir runter und fertig. Mehr ist ja nicht. Ich hoffe, das war jetzt mit Lieblingslied gemeint. Okay, zweite Frage. Was ist dir lieber? Eine schöne Lüge oder die hässliche Wahrheit? Das ist eine sehr tiefgründige Frage. Muss man natürlich auch in diesem Sinne sehr tiefgründig beantworten. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, die Wahrheit ist natürlich das Wichtigste überhaupt und sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn mich jemand anlügt. Andererseits würde die Gesellschaft heute so, wie sie ist, überhaupt nicht funktionieren, würde nicht jeder irgendwann irgendwie mal zu einer Lüge greifen. Es fängt ja schon damit an, dass man jemanden mit guten Tag begrüßt, was ja übersetzt bedeutet, ich wünsche dir einen guten Tag und im Prinzip ist dir eigentlich scheißegal, wie der Tag von demjenigen ist. Ist schon eine Lüge. Also unsere Gesellschaft ist eigentlich sehr auf einer Lüge oder auf sehr vielen Lügen, die man täglich verbreitet, aufgebaut. Und funktioniert dadurch. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, sagt mir immer unverblümt die Wahrheit ins Gesicht. Das ist, ich meine, wem es wert ist, mir die Wahrheit zu sagen, dem bin ich dankbar. Und wer mich halt anlügen will, ja, von mir aus. Es ist ja euer Bier. Ich stecke ja nicht in eurer Haut. Ihr werdet mit Sicherheit einen Grund haben. Von daher,
Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist Oberflächlichkeit. Ihr könnt mich gerne anlügen, aber dann habt doch bitte einen Grund dafür, mich anzulügen. Aber wenn ihr einfach nur lügt, weil ihr jetzt Bock dazu habt oder weil es jeder andere auch macht, dann finde ich das nicht mehr schön. Aber okay, wie gesagt, ist halt jedem sein eigenes Bier und jeder wird selber über sein Leben bestimmen können und was ihm daran jetzt wichtig ist und was nicht. Okay, nächste Frage. Ich muss mal die Zeit ein bisschen im Auge behalten, denn zu lang kann ich nämlich auch nicht machen. Ich schreibe täglich Tagebuch. Manchmal bin ich auch zu faul. Schreibst du auch Tagebuch? Schreibe ich Tagebuch? Ich habe mal sehr lange Tagebuch geschrieben. Und das habe ich noch nicht mal von mir aus gemacht. Ich muss meinen Stuhl mal ein bisschen. Okay, geht nicht weiter. Ich habe. Da war ich noch ganz, ganz klein und ich habe auch nicht von mir aus Tagebuch geschrieben, sondern ich habe von meiner Oma ein Mickey Maus Poesiealbum bekommen. Das war gelb und da war Mickey Maus drauf im Ägypter-Outfit. Ja, das war ganz toll. Und meine Schwester hat halt gesagt, oh, hey, krass, ein Tagebuch und war davon voll begeistert. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich konnte damit auch nicht wirklich was anfangen. Aber wenn meine Schwester sagt, dass ich ein Tagebuch, dann muss ich ja jetzt auch Tagebuch schreiben. Und habe ich das hier irgendwo? Ich habe das hier irgendwo, warte mal. Also siehst du, steht sogar hinten drauf, Tagebuch. Wie krass. Und das hat 7,99 € gekostet. Ey, man schenkt mir ein Buch und da ist immer noch der Preis hinten drauf. Oma. Und yeah. Der erste Eintrag war von dem 2.9. und ich habe kein Jahr hingeschrieben. Sehr schön. Oh, die Schrift ist so der Knaller. Wunderbar, wunderbar. Liebes Tagebuch, heute sind meine Großeltern gekommen. Sowas schreibt man als Kind. Sie haben uns Geschenke mitgebracht. Oma und Opa, das habe ich mit zwei O geschrieben, herrlich. Mutti und ich haben mit zwei B einen Spaziergang mit I und was? Spaziergang. Ich buchstabiere mal Spaziergang. Spaziergan. Punkt gemacht, der mir gar nicht passt hätte. Liebes Tagebuch, 3.9. Heute bin ich mit OOM, was so viel bedeutet wie Oma, Opa, Mutti, in den Wald Pilze suchen gegangen. 3 Stück. Dann sind wir wieder gegangen. Nun kam Nicole. Das war eine Nachbarin, die eine Wohnung unten drunter gewohnt hatte. Und wollte mit mir runtergehen. Dann haben wir gespielt. Jetzt sind Jungs gekommen. Es ist schön, dass die alle kommen. Geht's ihnen so gut? Hihi, pubertärer Witz. Hihi. Dann habe ich mit Nicole Räder geschlagen und haben uns die Hände aufgeschlitzt. Oh Gott. Wir sind hoch und haben uns Pflaster geholt. Jetzt sind wir wieder unten und streiten uns mit den Jungs. Nun haben wir einen Dschungel. Ich buchstabiere Dschungel. Schungel. Ich buchstabiere, wie ich später korrigiert habe. Jungel. Aus der Baustelle gemacht. Wir haben Bretter und Steine auf die Platten. Ich buchstabiere Platten. Platen. Gelegt und wer dreimal runtergefallen ist, muss alles nochmal machen. Der Doofste ist Engler. Ich buchstabiere Doofste. Doofftste. Etc. Also ja, ich habe Tagebuch geschrieben, am Anfang sogar recht Gott, diese Schrift, dieser Scheiß. Am Anfang halt sogar sehr regelmäßig. Es verlief dann immer so ein bisschen im Sand, aber ich habe mich dann auch irgendwie dran gewöhnt und als ich dann so in meine Tagebuchschreibphase gekommen bin, habe ich wirklich teilweise mega lange Tagebucheinträge geschrieben. Echt der Wahnsinn. Die sind teilweise sehr niederschmetternd und gepflastert mit allem möglichen Jammerscheiß, wie es halt in jener Phase so sein muss.
Ja, aber das hat sich dann auch irgendwann eher zerlatscht. Also mein Tagebuchschreiben ist dann eher übergegangen ins Fanfiction-Schreiben. Das wurde dann irgendwann das Tagebuch. Ich meine, ja. Ja, mein Ständer ist gerade verrutscht. Ständer gesagt, bitte dich. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, ist halt wie es ist. Ich habe dann sehr viel Fanfiction geschrieben. Ich habe eine noch, die ist sehr, 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 sehr lang. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich die auch irgendwo mal online. Ich glaube aber, die wird nicht wirklich jemanden interessieren. Das ist eine One Piece Fanfiction mit einem Self-Insert. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert. Nein, es geht nicht um Romantik, sondern es geht mehr um Zerdreschen und alles Scheiße und alle sind tot und alle sind noch Töter und dann versuch mal irgendwie die Apokalypse aufzuhalten, dann sind alle noch Töter und dann ist irgendwie Happy End. Aber auch nicht so richtig und irgendwie habe ich in meine FFs niemals Happy Ends geschrieben, war ganz merkwürdig. Naja, auf jeden Fall. Zurück zum Tagebuch. Ja, also. Ja, ich habe Tagebuch geschrieben, aber ich habe mich jetzt nicht dazu gezwungen, täglich irgendwie Tagebuch zu schreiben, sondern ich habe halt, wenn ich Bock hatte, habe ich Tagebuch geschrieben, wenn nicht, dann nicht. Ich habe aber zum Beispiel auch ein Traumtagebuch geschrieben. Hat das irgendjemand von euch mal gemacht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Jetzt zum Beispiel, wenn ich so richtig mega krass geile Träume hatte, dann habe ich die in ein Traumtagebuch geschrieben. Meine waren jetzt nicht so viele, ich habe jetzt mein Traumtagebuch letztes Mal wieder reingeguckt. Das sind so ein oder zwei pro Jahr, wenn es mal hochkommt. Aber ansonsten, also das Krasse ist halt, wenn ich heute diese Geschichten, die ich über die Träume geschrieben habe, nochmal lese, dann fällt mir wieder haarklein genau ein, wie es in diesem Traum aussah und wie das alles ausgesehen hat und wie das alles ineinander gegriffen hat und was da passiert ist. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Es ist echt krass. Nur dadurch, dass man das aufschreibt, kann man sich komplett klar an diese Träume erinnern. Ja, ich denke, das war eine ausführliche Antwort auf diese Frage.